Ich, Diego Sievers, hatte mich entschlossen, mein Leben im Stil des 20. Jahrhunderts zu führen. Ich hatte mich mit einem Mädchen zusammengetan, das Spaß daran fand, mit mir zu leben. Eines Tages erhob ich mich von meinem Luftkissen, blickte mich um in der Wohnung, die eine schimmernde Kugel war, weckte Franka und sagte zu ihr, Franka, ja, ich möchte einen Ausflug machen in die freie Natur. Natur? Warum schaltest du nicht selber? Aber bitte. Nein. Wirklich ins Freie. In die freie Natur? Was wollen wir denn da, Jäger? Ich weiß nicht, was ich da will. Ich möchte es ausprobieren. Ich denke, ich könnte dort Anregungen erhalten. Erinnerst du dich an den Film aus dem 20. Jahrhundert, den wir neulich gesehen haben? Da führt ein kräftiger Bursche eine Expedition mit ziemlich albernen Leuten durch den Urwald. Mit dem Buschmesser bahnt er sich den Weg durch die Wildnis. Manchmal schwingt er sich an Lianen von Baum zu Baum. Wir laufen natürlich nicht durch den Urwald. Wir werden ein Automobil nehmen und in die nähere Umgebung fahren. Immerhin werden wir uns der frischen Luft aussetzen. Das ist für uns heute ebenso riskant, wie damals eine Urwaldexpedition war. Sag mal, war das dieser Film, in dem einer glaubt, er könne alles besser? Ja, das muss er wohl gewesen sein. Also, immerhin gibt es in dem Film ein paar Tote. Und der Alte, der am Ende die Leute von der Expedition aus der Gefahr rettet, sagt, wären wir doch lieber bei uns in Liverpool geblieben. Also wirklich, Joa, ich weiß nicht, was wir in der freien Natur sollen. Da können uns doch Krankheiten... Als wenn das besonders schlimm wäre. Ein bisschen Organaustausch und alles ist wieder in Ordnung. Aber stell dir vor, da stehen Bäume frei rum. Einer könnte umfallen und uns unter sich begraben. Wenn man mal tot ist, dann hilft auch Organtausch nicht. Ja, früher, da haben die Menschen in den Wäldern gelebt, aber wir kennen uns nicht aus. Das Risiko ist viel zu groß. Die Bäume sind so gebaut, dass sie normalerweise recht gut stehen. Und wenn ein Unwetter niedergeht, werden wir eben nicht unter den Bäumen stehen bleiben. Wir werden uns rechtzeitig in Sicherheit bringen. Regen. Das musst du dir mal vorstellen. Wasser fällt vom Himmel. Plötzlich wird es kalt. Wir frieren und entzünden mit Hilfe von Streichhölzern ein Feuer. Ich finde das nicht so spannend. Ich kann mich unter die Dusche stellen, da fällt auch Wasser von oben. Und wenn ich frieren will, dann muss ich bloß kalt stellen. Eine Dusche ist eine Dusche, aber was ein Regenwetter ist, weißt du, das ist ein Regenwetter. Aber das ist doch so viel angenehmer. Und außerdem, die Reisen in den ungeschützten Raum sind sehr kostspielig. Hast du das bedacht? Es ist ungerecht. Wir kriegen zwar alles, was wir wollen, aber sobald wir einmal raus wollen, gibt es 1000 Schwierigkeiten. Also, du hast nicht daran gedacht. Doch. Ich habe ein neues Spiel erfunden. Was? Ein neues Spiel? Moment. Du wirklich ein neues Spiel? Das ist ja gar nicht möglich. Doch. Ohne dass ich was gemerkt hätte? Wann hast du es denn gemacht? Ich habe letzte Nacht ein paar Daten weitergegeben und sofort die Bestätigung erhalten, dass es möglich ist. Man hat mir gesagt, die oberste Spielbehörde tritt binnen 24 Stunden zusammen und wird das Spiel einstufen. Und was für ein Gefühl hast du? Mein Spiel ist neu. Ich glaube, es wird schnell sehr beliebt sein. Es ist eine zeitgemäße Variante eines Spiels, das im 20. Jahrhundert sehr beliebt war. Man nannte es Flippern. So mit Kugeln und elektrischen Kontakten, ja? Genau. Aber ich habe aus dem mechanischen Spiel ein sehr intensives Erlebnisspiel gemacht. Du, das ist toll. Ich kann es gar nicht fassen. Also nicht eine Variante, sondern die echte Neuentdeckung eines Spiels, das nicht mehr üblich ist. Das wird uns ganz schön was einbringen. Naja, die Entscheidung der obersten Spielbehörde ist noch nicht raus. Auf jeden Fall glaube ich, wird es uns so viel einbringen, dass es für eine Expedition in die freie Natur ausreicht. Na leicht. Wollen wir das Spiel mal spielen? Was? Man kann es schon spielen? Man braucht nur einen Wald. Einen Wald? Aha. Das ist wie bei jedem anderen Spiel. Wir verwandeln unsere Wohnung in einen Erlebnisraum. Wir sagen unseren Spielcomputern, dass um uns herum in dreidimensionaler Projektion ein regelmäßig gewachsener Nadelwald entstehen soll.
So. Wir setzen uns in unsere Spielsessel. Ja. Unsere Computer sollen annehmen, jeder von uns wäre in einer flugtüchtigen Kabine von, sagen wir, 1 Meter Breite und 2 Metern Länge. Wir setzen unsere Kopfhörer auf. Wir fliegen in unseren imaginären Flugzeugen unterhalb der Baumkronen dahin. Aber wie lenke ich? Du brauchst nur den Kopf zu wenden. Er wird als Zentrum der Flugkabine angenommen. Tatsächlich. Ein Kopf liegt und ich gehe runter. Jetzt streife ich einen Ast. Ist das schlimm? Was ist das? Kennst du das Geräusch nicht? Doch, es ist wie beim Flippern. Pass auf, ich fliege los. Da, ich streife einen Ast. Ach, verstehe. Bei jeder Berührung mit einem Zweig gibt es einen Punkt. Genau. Wer einen Ast berührt, kriegt 10 Minuspunkte. Wer einen Stamm berührt, bekommt 100 Punkte. So. Das waren 100 Punkte für mich. Die Regel ist aber nicht ganz fair. Wer langsam fliegt, riskiert nichts und gewinnt. Wer den Gegner rammt, bekommt eine Gutschrift von 1000 Punkten. Zum Beispiel so. Was machst du mit mir? Siehst du das Zählwerk? Ich hatte 30 Minuspunkte. Jetzt werden mir 1000 Punkte gutgeschrieben. Ich habe also 970 Punkte gut. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich ramme dich auch. Jetzt habe ich auch 1000 Punkte gut. Jetzt haben wir etwa gleich viele Punkte. Wir könnten ein Spiel beginnen. Ich weiß, deine Reaktionen sind schneller, also muss ich taktisch spielen. Weil es das erste Spiel ist, sage ich immer an, welche Taktik ich verfolge. Also, ich drehe auf und verschwinde. Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Such mich. Ich mache jetzt einen ganz gemeinen Trick. Alle Tricks sind erlaubt. Jetzt habe ich dich. Mist. Ich bin doch schneller. Beim nächsten Mal kündige ich meine Tricks nicht vorher. Warum habe ich 100 Punkte? Ich habe keinen Baum berührt. Du hast beim Ausweichen nach unten den Boden berührt. Es gibt auch 100 Punkte. Und jetzt kommt noch einmal der ganz große Trick. Ist aus. Tilt, wie man in der Flippersprache sagt. Ausgeschieden. Es ist ein schönes Spiel, das werden wir oft spielen. Glaubst du, das Spiel bringt uns genug für eine Fahrt in den ungeschützten Bereich? Aber bestimmt. Also brechen wir auf. Wir gingen zur medizinischen Kontrolle. Wir trainierten für den Ausflug in die freie Natur. Wir zogen schließlich die Kleidung von Menschen des 20. Jahrhunderts an. Bevor wir den letzten Schritt hinaus taten, drehte ich mich um. Was für eine Stadt. Ich habe das nie so empfunden wie heute. Wir leben im Überfluss und können unseren Träumen nachhängen. Wir lassen vor uns ferne Welten, fremde Menschen, ferne Zeiten entstehen. Wir unterhalten uns mit den weisesten und bizarresten Menschen, die man sich denken kann. Und nehmen ihre ganze Weisheit und Bizarrerie in uns auf. Ohne gehemmt zu sein von den Dummheiten und Kleinigkeiten, unter denen sie zu ihrer Zeit litten. Noch können wir umkehren. Dieses Leben ist ein großer, schwereloser Flug. Man braucht es nur zu wollen, dann erhebt man sich über die Erde. Ja, man schwebt hinaus in den Raum, lebt in Raumschiffen oder in Kugeln, die wie Seifenblasen dahinziehen. Oder man geht durch den Raum fernen Welten entgegen. Und der Traum ist kein Gebilde der Fantasie. Millionen Geräte, die sich automatisch steuern, geben ein richtiges Bild jener fernen Welten. Wir leben in einer Wunschwelt. Unsere Träume sind echt. Warum will ich mehr als echte Träume? Ich könnte sagen, mach deinen Ausflug allein. Aber ich will bei dir bleiben. Du glaubst nicht, dass es ein großes Erlebnis wird? Ich weiß nicht. Komm. Die Schleuse nach draußen öffnet sich. Gehen wir. Ich habe ein Fahrzeug aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts bestellt. Ein Automobil. Oder wie man damals abkürzend sagte, Auto. Mit Verbrennungsmotor. Schick, nicht?
Was für eine Landschaft. Lass uns aussteigen. Den Wind auf der Haut spüren. Siehst du? Das ist nun mal ein richtiger Busch. So ist es, wenn Zweige einem auf die Haut klatschen. Nein, was du machst, das ist nur ein Streicheln. Das ist ein Klatschen. Gut. Ich bin mehr dafür. Und ich bin mehr dafür. Also das ist das Klatschen der Zweige, das du mir versprochen hast. Ist es gut? Ja, es ist gut. Macht es Spaß? Und wenn ich jetzt den Zweig breche, dann ist der Zweig weg. Unwiederholbar. Schau, da kommt ein Mann. Er war gekleidet wie wir, im Stil des 20. Jahrhunderts. Ich erkannte sofort, dass er nicht verkleidet war wie wir. Er musste einer jener sagenhaften Ureinwohner sein, jener Menschen, die den technischen Fortschritt verschmähen und wie vor Jahrhunderten leben. Zu meinem Erstaunen sprach er unsere Sprache. Ich sehe, Sie fahren 165er Gürtelreifen. Mag sein. Können Sie mir Ihren Ersatzreifen geben? Wenn Sie ihn brauchen. Danke. Warum fordern Sie nicht einfach einen an? Ich würde keinen bekommen. Ich gehöre nicht zu Ihrer Gesellschaft. Wozu brauchen Sie den Reifen? Wir leben in einem Reservat. Wir benutzen elektrisches Licht und fahren Automobile. Leider ist die Produktion von Automobilen für wenige Benutzer sehr kostspielig. Jedes Ersatzteil kostet ein Vermögen. Würden Sie es für unhöflich halten, wenn ich Sie um einen Gefallen bitte? Ich kann nichts versprechen. Könnten Sie uns in Ihr Reservat führen? Bekomme ich den Gürtelreifen? Den bekommen Sie sowieso. Warum wollen Sie zu uns kommen? Ich bin neugierig. Leute Ihrer Gesellschaft sind bei uns nicht beliebt. Wir fuhren ins Reservat. Franka saß vorn neben ihm. Ich hatte Frankas direkte Art, Menschen auf die intimsten Dinge hin anzusprechen, immer bewundert. Sie sprach über Dinge, die ich nie auszusprechen wagte. Bei mir hätte sowas verletzend gewirkt. Also ich finde nicht, dass sie schlecht riechen. Man sagt bei uns, mit Menschen aus den Reservaten könne man nicht umgehen, weil sie stinken. Aber es stimmt überhaupt nicht. Wir waschen uns täglich zweimal. Aha, also wir waschen uns nur einmal in der Woche, weil wir uns nicht dreckig machen. Und wie werden Sie den Schweißgeruch los? Man schwitzt doch nicht. Man kontrolliert seinen Wasserhaushalt. Schwitzen, das ist wie Stottern, Schielen, Rülpsen oder Nägelkauen. Bei uns gibt's Wettbewerbe im Stottern und Nägelkauen. Übrigens, ich heiße Linda. Wir heißen Sievers. Ich heiße Franka und mein Mann heißt Diego. Fahren wir gleich dorthin, wo Sie unsere Stadt am besten verstehen werden. Fahren wir auf diesen Hügel zu. Er sieht aus wie eine Schutthalde. Ist da was zusammengestürzt? Das war ein Turm. Vielleicht haben Sie vorhin das Schild am Ortseingang gesehen. Unsere Stadt heißt Babylon. Dieser Turm ist vor 2 Tagen zusammengestürzt. Es ist das 4. Mal, dass uns ein Turmbau misslingt. Das 1. Mal war es jener bekannte, in der Bibel erwähnte Bau. In der jüdischen Überlieferung heißt es, die Babylonier hätten Gott absetzen wollen. Erst im Jahre 1951, nach der Geburt Christi, hat ein damals wenig beachteter Archäologe einige Entdeckungen gemacht, die erwiesen, dass die Babylonier nicht die Absicht hatten, Gott abzusetzen, sondern dass sie ihren Turm bauten, um Gott näher zu sein. Um ihr gigantisches Projekt zu verwirklichen, hatten die Babylonier Arbeiter aus allen Ländern angeworben und es kam zwischen den verschiedenen Sprachen zu Meinungsverschiedenheiten. Der babylonische Turm war nicht der Anfang der Sprachverwirrung, sondern der erste Versuch der Überwindung. Die Väter unseres Gemeinwesens trafen sich 1976
zu einem Kongress der Babylonier und beschlossen, das Experiment der Babylonier von 2000 vor Christus zu wiederholen. Und das ist seither die erste Aufgabe unseres Gemeinwesens. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie vor 4000 Jahren. Wir dürfen keine Sprache unterdrücken. Die meiste Zeit unseres Lebens sind wir deshalb mit dem Erlernen von Sprachen beschäftigt. Wir wissen noch nicht, warum der Turm diesmal zusammengestürzt ist. Wir vermuten die fehlerhafte Übersetzung eines Fachausdrucks in den Plänen. Die letzte Nachricht war, dass in 5 Kilometer Höhe Risse entdeckt worden sind. Es wurde angeordnet, dass die Arbeiter sofort den Bau verlassen sollten. Eine Untersuchungskommission wurde gebildet, aber bevor sie aufsteigen konnten, fiel der Turm zusammen. Wir wissen noch nicht, warum der Turm zusammengestürzt ist. Wir wissen noch nicht einmal, ob es die Risse im 5-Kilometer-Bereich waren. Die Meldung wurde in einem seltenen indischen Dialekt durchgegeben. Sie ist vieldeutig. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich möchte weg von hier. Lass uns weiterfahren, bitte. Ich möchte, dass Sie unsere Gäste sind. Soll Ihnen an nichts fehlen. Ich möchte Sie gern mit einigen führenden Persönlichkeiten unserer Stadt bekannt machen. Vielleicht beim Abendbankett. Wir kommen gern. Freunde, Sie haben zwei Probleme. Das eine ist die Vielsprachigkeit, das andere ist der Turm. Ich habe über beide Probleme nachgedacht und halte beide für lösbar. Ich möchte keine Kritik an Ihrer Lebensweise üben. Aber lassen Sie mich sagen, dass es vielleicht nicht klug war, sich von der Entwicklung zu isolieren. Die Zeit ist längst vorbei, da man bestimmte Sprachen zu Weltsprachen erklärt. Heute gibt es Maschinen, die jede Sprache in jede andere bekannte Sprache mit hinlänglicher Genauigkeit übertragen. Es gibt Automaten, die jedes Projekt, das technisch möglich ist, ausführen. Wie hoch möchten Sie Ihren Turm eigentlich bauen? 300 Kilometer. Ich bin sicher, wir können den Turm bauen. Wegen der Sprachen wird es keine Probleme geben. Wir können die Pläne in allen Sprachen, die Sie wünschen, anfertigen lassen und vorher begutachten. Wie regelt sich das Problem der Bauleitung? Welche Sprache spricht der Bauleiter? Das Problem stellt sich nicht. Es wird keinen geben, der den Bau leitet. Der Bau wird von Automaten ausgeführt. Die Automaten unterhalten sich in ihren eigenen Sprachen. Gut, und wie wollen Sie den Turm bauen? Ich kann im Moment noch keine genauen Pläne entwickeln, weil mir dazu die Geräte fehlen. Ich stelle mir einen Turm vor, der aus einer Kopplung von schwebenden Elementen besteht. Ich stelle mir vor, die Teile lasten nicht aufeinander. Sie sind sozusagen Satelliten, die zu einem Turm gekoppelt sind. Die einzelnen Teile werden mit Raketenantrieb in der Schwebe gehalten. Es sind da sicher noch einige Probleme zu lösen, aber prinzipiell sehe ich keine Schwierigkeiten. Ja, Ihr Plan ist beeindruckend, aber ist dieses Werk, das Sie vorschlagen, überhaupt noch ein Turm? Ist das nicht allzu labil? Wenn ich an unsere Erfahrungen mit Türmen denke, wird mir bange. Sie müssen umdenken. Ein Turm aus Stein und Stahl ist eine Imitation natürlicher Gebilde aus ungeeignetem Material. Welches Material wollen Sie nehmen? Ich weiß nicht. Vielleicht Metall, vielleicht Kunststoff. Das Material ist nicht wichtig. Wichtig ist das Prinzip. Ein labiler Turm aus einzelnen Teilen, die voneinander unabhängig schweben. Eine wackelige Angelegenheit. Ja. Mein Turm wird haltbarer sein als alle früheren Türme. Ihre Idee ist bestechend. Aber haben Sie wirklich an alles gedacht? Nehmen wir an, ein Flugkörper kann dem Turm nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Nehmen wir das an. Denken wir uns diesen äußerst unwahrscheinlichen Fall. Ihre bisherigen Türme wären verloren. Ein Stockwerk würde auf das andere fallen. Meinen Turm aber könnte ein Flugkörper an einer beliebigen Stelle zerschlagen. Es wäre ein furchtbarer Unfall, aber keine Katastrophe. Denn alle Teile über und unter der zerstörten Sektion würden bleiben, wo sie sind. In der Schwebe gehalten von den eigenen Triebwerken, gespeist von eigenen Energievorräten, bis die Lücke geschlossen ist. Du warst großartig. Wann hast du dir denn diesen Turm ausgedacht? Im Moment. Bist du sicher, es wird gehen? Ich sehe keine Schwierigkeiten. Aber die Babylonier sind misstrauisch. Wer will es ihnen verübeln? Wir sind tief beeindruckt von ihren Vorschlägen. Babylon ist in tiefer Trauer nach dem Unglück, das uns vor 2 Tagen traf. Wir waren der Verzweiflung nahe. Nun kommt schneller, als wir es erträumen konnten, ein Vorschlag,
der uns ans Ziel unserer Wünsche bringen kann. Wir werden Ihren Vorschlag überdenken. Hast du gut geschlafen? Ganz gut. Bis auf einen Traum. Ich habe geträumt, eine von diesen Federn ist aus der Matratze gesprungen und hat sich mir ins Fleisch gebohrt. Ja? Na, kommen Sie rein. Man erwartet Sie im Hohen Rat unserer Stadt. Ich wollte jetzt frühstücken. Außerdem, meine Frau braucht eine halbe Stunde fürs Schminken. Wir haben die ganze Nacht über beraten. Seit einer Stunde sind wir fertig. Wir wollten aber Ihren Schlaf nicht stören. Bitte, Herr Sievers, kommen Sie doch allein zu uns ins Rathaus. Wir servieren Ihnen doch dein Frühstück. Wenn du Lust hast, kommst du nach. Die Babylonier saßen noch in dem Zimmer, in dem wir gestern gespeist hatten. Sie waren müde. Neben mir röchelte einer wie in einem Asthmaanfall. Ich ekelte mich vor den übermüdeten, verfallenen Gesichtern. Nur vor Linda hatte ich Respekt. Er war schon als Bettler, der einen Gürtelreifen haben wollte, sympathisch gewesen. Ein Mensch, der sich an Ideen berauschen kann. Wir möchten Sie bitten, den Turm, so wie Sie es gestern vorgeschlagen haben, zu bauen. Ja, das lässt sich wahrscheinlich machen. Ich kann aber nichts versprechen. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es in Ihrer Gesellschaft kein Geld. Wohnung, Nahrung und Kleidung werden gewährt. Für die Luxusbedürfnisse gibt es ein reiches Angebot. Besondere Wünsche werden aber nur erfüllt, wenn der gesellschaftliche Nutzen nachgewiesen wird. Für uns ist der Turm ein elementares Bedürfnis. Er ist uns so wichtig wie Essen und Trinken. Für Ihre Gesellschaft aber ist er nutzlos. Werden Sie den Bau durchsetzen können? Ich bin so etwas, was man in Ihrer Gesellschaft Erfinder nennt. Und zwar Erfinder von Spielen. Ich muss dazu sagen, dass in unserer Gesellschaft, in der es keine Arbeit im klassischen Sinne gibt, die Erfinder von Spielen besonders hoch geschätzt werden. Erfolgreichen Erfindern wird das gut geschrieben, was etwa dem Geld in ihrer Gesellschaft entspricht, nämlich Rechenzeit. Ich habe durch den Erfolg meiner letzten Erfindungen einen gewissen Vorrat, der immerhin ausreicht, die Vorarbeiten für den Turm zu... Ich benutze ein Wort aus der Vorstellung ihrer Gesellschaft... zu finanzieren. Mein Vorrat wird allerdings nicht reichen. Ich werde mir etwas einfallen lassen müssen. Das ist die Antwort, die wir erwartet haben. Wir möchten Ihr Nachdenken etwas beschleunigen, indem wir Franka hier behalten. Sie ist uns die Garantie dafür, dass Sie wiederkommen. Die Babylonier erpressten mich. Ich musste lachen. Wenn ich sie hätte hintergehen wollen, hätten sie keine Chance gehabt. Unsere Kampfmittel würden sie in einen tiefen, heilsamen Schlaf setzen. Man würde Franka befreien und ein Erziehungsprogramm einleiten, das den Babyloniern die Lust zur Erpressung für immer nehmen würde. Trotzdem blieb ich ruhig. Gut. Ich gehe auf Ihren Vorschlag ein. Wenn mich auch die Erpressung ärgert. Sie machen sich falsche Vorstellungen über unsere Gesellschaft. Wenn ich einwillige, dann weil ich den Turm bauen will. Wie lange werden Sie dazu brauchen? In 4 Tagen könnte ich zurück sein und Ihnen die Pläne vorlegen. Sie meinen, wir könnten noch in diesem Jahrzehnt mit dem Bau rechnen? Wenn Sie mit den Plänen einverstanden sind, wäre der Turm in wenigen Wochen fertig. Ich konnte noch mit Franka reden und versprach ihr, in 4 Tagen zurück zu sein. Sie hatte keine Angst. Ich kehrte zurück in den geschützten Bereich. Ich atmete wieder gereinigte Luft, hörte das vertraute Klicken und Surren der Kontrollgeräte. Ich war müde. Ich hätte schlafen mögen. Aber ich musste handeln. Ich wollte meine Fans aktivieren. Alle Leute, die ein von mir erfundenes Spiel spielten, sollten jetzt spenden für den babylonischen Turm. Ich wollte meinen Aufruf elektronisch aufzeichnen. Ich bin Yegor Sievers, der Erfinder des Spiels, das Sie soeben gewählt haben. Ich hatte heute ein Erlebnis, das alles, was ich kenne, an Intensität übertrifft. In einem Reservat habe ich Menschen getroffen, die wie im 20. Jahrhundert leben. Sie nennen sich Babylonier und haben nur einen Wunsch, einen Turm zu bauen von 300 Kilometern Höhe. Stellen Sie sich vor, welche Erlebnisse dieser Turm verspricht. Wir könnten ihn besteigen, in den Weltraum hinaufsteigen, wie Menschen des 20. Jahrhunderts auf die Berge steigen. Wir könnten mit den Babyloniern diesen fantastischen, primitiven,
sprechen. Die Erlebnisse im ungeschützten Bereich sind intensiver, größer, stärker als alles, was wir kennen. Spenden Sie Rechenzeit für das größte Abenteuer dieses Monats. Hier blende ich meine Kontonummer ein. Ich verspreche Ihnen Erfahrungen, die Sie noch nie hatten. Ich schickte die Botschaft hinaus an alle meine Fans. Und schon nach wenigen Minuten tickte das Zählwerk, das mein Guthaben an Rechenzeit anzeigte. Ich konnte zuversichtlich sein. Dennoch kam weniger zusammen, als ich erwartet hatte. Trotzdem ging ich sofort an die Arbeit. Ich skizzierte meine Vorstellungen an einem Zeichengerät. Ich malte mit einem Lichtschreiber, der mit einem Rechner verbunden war, auf eine Mattscheibe. Meine flüchtigen Linien wurden automatisch begradigt, die Winkel, die ich andeutete, wurden korrigiert. In schwierigen Fällen gab ich einige zusätzliche Anweisungen. Nachdem ich die Grundideen aufgezeichnet und mir damit meine Erfinderrechte gesichert hatte, öffnete ich das Projekt für alle. Bedeutende Spezialisten schalteten sich ein. Nach einigen Stunden konnte schon ein vorläufiges Resultat festgestellt werden. Der Turm konnte gebaut werden. Zur Lösung einiger Spezialaufgaben war noch zusätzlich Rechenzeit nötig. Ich bat alle, die an dem Projekt mitarbeiteten, ihre Ersparnisse zu geben. Sogleich tickte wieder das Zählwerk. Es war wunderbar. Wehmut dachte ich an Franka. Ich verwandelte mein Zimmer in einen blühenden Garten. Die Sonne fiel schräg ein und vergoldete Bäume und Sträucher. Verdammt. Hier spricht der Sicherheitsrat. Das Turmbauprojekt wird sofort gestoppt. Es verletzt zahlreiche Sicherheitsvorschriften. Es preist Reisen in die freie Natur an. Das ist verbotene Propaganda gegen die Grundlagen unseres Gemeinwesens. Das Projekt wird vom Erfinder als Spiel angepriesen. Das ist irreführend. Als Spiel wird nur anerkannt, was mit den Mitteln der hiesigen Gesellschaft arbeitet. Es besteht die Gefahr, dass große Mengen Menschen in den ungeschützten Bereich hinausreisen. Krankheiten, Unfälle, Verbrechen wären die sichere Folge. Das Projekt verletzt die Grundrechte, nach denen jeder Anspruch auf Schutz vor diesen Gefahren hat. Ich verlange sofort ein Gespräch mit dem Sicherheitsrat. Wir sind bereit. Ich möchte ein paar Freunde dabei haben. Sagen wir in 30 Minuten? Wie Sie wünschen. Ich brauchte dringend Verstärkung. Deshalb stellte ich Verbindung zu meinen Freunden her. Walter, hörst du mich? Ich höre. Ich habe ein Problem mit dem Sicherheitsrat. Möchtest du mir helfen? Ich verfolge dein Projekt seit einigen Stunden. Das ist eine tolle Sache. Ich bin dabei. Danke. Georg, hörst du mich? Ich höre dich. Ich bin in Schwierigkeiten mit deinem Projekt. Der Sicherheitsrat hat Einspruch erhoben. Ich brauche deine Hilfe. Wenn es gegen den Sicherheitsrat geht, bin ich immer dabei. Worum geht's? Ich will einen Turm bauen. Einen Turm? Wozu das? Und wieso hat der Sicherheitsrat was dagegen? Das lässt sich nicht in zwei Worten erklären. Ich lasse dir die wichtigsten Daten zusammenstellen. Die Konferenz beginnt in 30 Minuten. Walter Justen ist auch dabei. Er weiß schon Bescheid. Wenn du nicht mitmachen willst, dann sag's mir bitte so schnell wie möglich. Gut. Walter war ein brillanter Taktiker. Er hatte mir schon mehrfach geholfen, wenn es darum ging, für aussichtslose Projekte doch noch Mittel zu bekommen. Er verstand es, die Gremien so mit Argumenten zu beeindrucken, dass es ihnen Spaß machte, sich auf Abenteuer einzulassen. Sein Optimismus war so unwiderstehlich, dass ihm alles gelang. Georg dagegen war ein Skeptiker. Er verstand es, in zähen Verhandlungen aus den kleinsten Vorteilen große Siege zu machen. Mit Walter und Georg fühlte ich mich stark genug, in die Verhandlung zu gehen. Hier spricht der Sicherheitsrat zu Jegor Sievers. Hier spricht Jegor Sievers. Mit mir sprechen Georg Aden und Walter Justen.
Bevor wir unsere eigentlichen Einwände gegen Ihr Projekt nennen, möchten wir rügen, dass Sie mit so großer Eile vorgegangen sind und nicht den Sicherheitsrat gefragt haben. Wenn ich den Sicherheitsrat gefragt hätte, wäre mein Projekt verboten worden. Ich musste erst Anhänger sammeln, Leute, die meine Ideen aufnahmen, Leute, die gern spielen. Wenn Ihnen nichts weiter einfällt, als dass Sie uns umgehen wollten, ist das Gespräch beendet. Sie wenden sich, wenn ich recht verstehe, vor allem dagegen, dass in den ungeschützten Bereich gereist wird. Sie wissen aber noch nicht, wie wir uns den Transport vorstellen. Stellen wir uns vor, dass wir spezielle Fahrzeuge konstruieren, nach Art früherer Untergrundbahnen, die mit allem ausgerüstet sind, was man braucht. Oder man baut einen Tunnel bis zum Fuß des Turms. Oder wir fliegen in Transportern, die mit durchsichtigen Wänden als Aussichtsfahrzeuge konstruiert sind. Im Turm selbst wird es uns an nichts fehlen. Die Versorgung mit Luft, Energie und Information wird perfekt organisiert. Der Turm wird ein Stützpunkt sein, wie unsere Satelliten im Raum oder unsere Unterwasserstationen in den Ozeanen. Wenden wir doch einfach die Bestimmungen für Satelliten, Unterwasserstationen und so weiter auf diese neue Außenstation an. Wir garantieren, dass sie eingehalten werden. Die wissenschaftlichen Außenstationen sind nicht mit einem touristischen Unternehmen zu vergleichen, wie es der Turm zu werden droht. Die Rechtslage muss erst geprüft werden. Und zwar muss das mit den Vertretern des Reservats abgestimmt werden. Die Leute im Reservat wollen den Turm. Sie haben mich darum gebeten. Es gibt Bestimmungen für wissenschaftliche Außenstationen, für Reservate und für touristische Ausflugsziele. Es gibt kein Hindernis von Bedeutung. Das ist ein Komplott. Bestimmungen verschiedener Bereiche, die nichts miteinander zu tun haben, werden zusammengetan. Um uns zu hintergehen. Wenn die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden, können Sie weitermachen. Ich persönlich aber möchte Ihnen abraten von diesem gefährlichen, unnützen Projekt. Die Sitzung des Sicherheitsrates ist beendet. Walter und Georg, hört ihr mich noch? Ja. Ich danke für die Unterstützung. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Gern geschehen. Das ist doch selbstverständlich. Schade, dass wir das Projekt so verwässern mussten, um es durchzubringen. Wieso verwässern? Du hast es ihnen als touristisches Unternehmen verkauft. Das war nicht vorgesehen. Hör mal, wie willst du es sonst machen? Oh, ich hatte mir ausgemalt, wie die Menschen in altmodischen Automobilen zum Turm hinausfahren. Wie sie aussteigen und die Natur genießen würden. Vielleicht, hatte ich mir vorgestellt, würden manche den Weg zu Fuß gehen. Du könntest die Leute auch gleich in Felle kleiden und ihnen beibringen, wie man mit Steinen Feuer schlägt. Ich streite mich gern mal mit pingeligen Behörden. Aber ich bin nicht dafür, dass man Leute in Gefahr bringt. Ich fuhr zurück zu den Babyloniern. Das Wetter war... Auf halbem Weg hatte ich eine Reifenpanne. Ich kam mit dem Wagenheber nicht klar und musste das Notsignal geben. Mir wurde ein anderer Wagen gebracht. Abgespannt kam ich ins Gästehaus der Babylonier, wo ich Franka traf. Hast du die Multisprachmaschine gleich mitgebracht? Nein, aber die Pläne sind in alle 84 Sprachen übersetzt, die bei den Babyloniern üblich sind. Ich habe einen kennengelernt, mit dem habe ich eine ganz neue Sprache erfunden. Wir verständigen uns mit Ausrufen. Wir entwickeln unsere Sensibilität für das Aufschreien, das Auslachen, das Meckern, Seufzen, Stöhnen. Wir haben allein 8 genau definierbare Formen des Zischens festgelegt. Und im Augenblick untersuchen wir die Laute, die man mit Zunge und oberer Zahnreihe hervorbringt, die man meist mit umschreibt und die so viel wie ein Skepsis andeutendes Na-na-na meinen. Wir können den Turm bauen. Ich hatte eine wunderbare Zeit. Weißt du, die Leute hier sind nicht wie wir. Die spielen nicht, die forschen. Sie haben viel Mühe dabei, weil ihre Informationssysteme unterentwickelt sind. Wozu die Mühe? Du musst begreifen, dass wir etwas probieren, was noch niemand versucht hat. Wir systematisieren Laute, die bisher als Sprache überhaupt nicht anerkannt wurden. Das ist eine große Aufgabe für uns. Du musst verstehen, wenn man in eine Arbeit vertieft ist, vergisst man Eitelkeiten und Egoismus. Wie kannst du dich an sowas hängen? Ich habe immer darauf geachtet, dass wir unseren Spaß hatten. Du sagst es. Wir haben unseren Spaß gehabt. Aber die Leute hier, die wollen gar nicht immer ihren Spaß. Sie sind bewegt von Dingen, von denen wir keine Ahnung haben. So hatte ich Franke noch nie gesehen. Ich lieferte die Pläne ab und nahm die begeisterten Glückwünsche der Babylonier entgegen. Nach wenigen Tagen wurde mit dem Bau begonnen und der Turm wuchs schnell. Ich stand täglich am Rande der Baustelle. Ein gigantisches Werk. Sie sind der Einzige, der mit mir spricht. Die anderen weichen aus. Ehrfurcht. Unfug. Für uns sind Sie der Bauer des Turms. Sie erfüllen unseren jahrhundertealten Traum. Vor ein paar Jahrzehnten hätte man Sie wie einen Gott verehrt.
aber in den heutigen aufgeklärten Zeiten weiß man sich nicht zu verhalten. Aufgeklärt nennen Sie das? Die Leute starren mich an wie einen Magier, der alles lenkt. Warum wollen Sie nicht begreifen, dass ich überhaupt nichts mache? Die Automaten arbeiten. Sie, Herr Linder, wissen das doch. Warum machen Sie es Ihren Landsleuten nicht klar? Alle wissen, wie der Bau wächst. Wenn eine Spur von Geheimnis bleibt, will ich das keinem nehmen. In meiner Gesellschaft würden Sie als Verbrecher gelten. Weshalb? Sie lassen zu, dass etwas ehrfürchtig bestaunt wird, von dem Sie wissen, dass kein Grund dafür vorhanden ist. Dabei ist der Turm eine Laune, die ich mir erlaube. Ein Spaß, für den ich meine Mittel und alle meine Freundschaften aufs Spiel setze. Vergessen Sie nicht, dass wir Sie dazu gezwungen haben. Ihre Erpressung? Ich habe Sie geduldet, weil ich bei guter Laune war. Ein Wort von mir. Franka wäre frei gewesen und Babylon für immer verschwunden. Wer so spricht, gilt bei uns als Verbrecher. 1:1. Ich habe etwas gedacht, was in Ihren Augen verbrecherisch ist. Sie aber haben etwas vollzogen, was in meinen Augen kriminell ist. Seien Sie doch mal ehrlich. Sie würden nicht einmal dann etwas unternehmen, wenn Ihre Leute vor mir niederknien würden. Die Menschen brauchen sowas. Wir nicht. Die offene Aussprache mit Linda hatte einen Teil meiner Begeisterung gedämpft. Je mehr ich darüber nachdachte, desto genauer glaubte ich, die Babylonier zu durchschauen. Mein Verdacht wuchs. Ein unehrliches Volk. Uns wollten sie erpressen. Die Hälfte ihrer technischen Einrichtungen ist zusammengebettelt, wenn nicht geklaut. Den Turm haben sie sich schenken lassen. Aber ihren Leuten verkaufen sie ihn als Geschenk des Himmels. Die Pläne lagen öffentlich aus. Jeder konnte sich informieren. Von 9 bis 11 lagen sie auf den Ämtern aus. Zu Zeiten, wo 99% der Babylonier arbeiten. In ihren öffentlichen Kundgebungen, den Ansprachen und feierlichen Erklärungen, denen alle zuschauen, fällt kein klares Wort darüber, woher das alles kommt. Dass es von einer Gesellschaft kommt, in der sowas gratis zu haben ist. Dass jeder von dieser Gesellschaft profitieren könnte. Die Sprachforschungen machen sehr viel Spaß. Ach, sinnlose Beschäftigung. Na, wenn schon, unsere Spiele sind auch sinnlos. Du kennst den Unterschied zwischen sinnloser Arbeit und sinnlosem Spiel. Ich bin nicht mehr sicher. Die Leute hier sind wie vernagelt. Sie sind krank. Oder wir sind krank. Sie bemühen sich um absurde Sprachprobleme. Ein paar Computer könnten in Minuten lösen, wozu sie Jahre brauchen. Vorausgesetzt, sie können ihre Probleme präzis formulieren. Ich glaube, sie können es nicht. Oft sprechen sie sinnlose Sätze im Chor. Ich glaube, es kommt ihnen nicht darauf an, dass sie was erreichen. Pervers. Hast du dir mal ihre Gesichter angesehen? Sie sind verschlagen und aggressiv. Ihr Leben ist schwerer als unseres. Sie könnten es leichter haben, sie müssten nur zu uns kommen. Das würde ihre Eigenart zerstören. Sie halten sich künstlich in ihrer Rückständigkeit. Ohne sie gäbe es nicht den Turm. Sie haben dich darauf gebracht. Ach, wenn schon. Als wir damals hinausfuhren, gingen wir über Steine. Wir fühlten zum ersten Mal den Erdboden unter unseren Füßen. Wir strichen mit den Händen durch das Gebüsch. Eine ungeschickte Bewegung, wir hätten uns verletzt. Stundenweit von jeglicher Hilfe. Wir gingen das erste Mal hinaus und riskierten ein wirkliches Abenteuer. Wir mussten es uns suchen. Diese Menschen hier, sie haben es immer zu. Früher reisten die Europäer nach Zentralafrika, wenn sie ein Abenteuer suchten. Aber für die Menschen, die dort lebten, war es kein Abenteuer. Ich will hier bleiben. Was? Du hast richtig gehört. Wie, längere Zeit? Tage? Wochen? Vielleicht immer. Tagelang stand ich an der Baustelle. Dann hatte ich eine Idee. Ich ging nach einem durchdachten Plan vor. Guten Tag, Herr Sievers. Womit kann ich dienen? Ich brauche etwas Sprengstoff. Sprengstoff? Was wollen Sie denn damit? Ja, ich möchte ein Experiment machen. Ich brauche gewisse Mineralien aus einem Felsen. Ach. Und da wollen Sie persönlich mit Sprengstoff arbeiten? Das hätte ich nicht gedacht. Es gibt gewisse Sachen, die man eben am besten selbst macht. Es geht nichts über ein gutes altes Labor. Dass ausgerechnet Sie das sagen. Was haben Sie vorrätig? Trinitrotoluol? Eigentlich brauche ich dafür eine Sondergenehmigung, aber in Ihrem Falle kann ich das nachholen. Wollen Sie es gleich mitnehmen? Oh, das wäre sehr gut. Mit dem Zeug könnten Sie einen ganzen Turm in die Luft jagen. Aber das geht doch nicht. Unser Turm kann nicht zusammenfallen. Ja, ich weiß. Ich meinte nur. Der Turm war schon 50 Kilometer hoch. Man hatte zur Versorgung eine Art Rohrpost eingerichtet. Ich wollte etwas schicken. Da die Rohrpost für die Öffentlichkeit eigentlich noch nicht freigegeben war, musste ich bei einem Kommissar der obersten Turmbaubehörde einen Antrag stellen. Sie möchten Sendungen in den Turm schicken, die Sie als Geschenksendungen bezeichnen. Würden Sie uns bitte näher bezeichnen, was damit gemeint ist?
In einer Woche wird der erste Abschnitt des Turms für Menschen freigegeben. Ich möchte eine persönliche Botschaft an die ersten Bewohner des Turms richten. Herr Sievers, wir schätzen Sie alle als Erfinder dieses Turms. Aber ich sage das ganz offen. Trotz Ihrer Qualifikationen, die wir alle schätzen, sind Sie für unsere Gesellschaft ein Sicherheitsrisiko. Ihre Ideen sind gefährlich in der Nähe des Illegalen. Sie müssen uns deshalb sagen, was Sie mit der Rohpost befördern wollen. Es wird nichts weiter sein als eine Blume. Ein Topf mit einer Pflanze. Diese Pflanze wird meine Botschaft sein. Ich weiß nicht, was das soll, aber selbstverständlich habe ich nichts dagegen. Danke. In einer Gärtnerei besorgte ich mir 20 Pflanzen. Ich zog die Pflanzen aus den Töpfen und tat das Pulver hinein und einen Zündmechanismus dazu, den ich mir aus Uhren konstruiert hatte. Ich legte eine dünne Schicht Erde drauf und bohrte die Blume hinein. Ich tat den Topf mit der Blume in eine Pappröhre, wickelte das Paket in Packpapier und verschnürte es. Ich brachte es selbst zur Bodenstation. Dann fuhr ich rasch weg. Ich traf Franka wie verabredet in einem Wald 3 Kilometer vom Turm entfernt. Sie war gereizt. Was hast du vor? Ich will dir was zeigen. Warum hast du mich hierher bestellt? Du wirst sehen. Ich finde deine Einfälle nicht mehr witzig. Wart doch ab. Du musst dich ausruhen, glaub es mir. Du wirst ein Schauspiel sehen wie noch keins. Ach, lass das doch. Es ist kein Scherz. Schau. Was ist das? Der Turm ist doch nicht unzerstörbar. Diese Explosionen, die kommen vom Turm? Irgendein Attentat zu dieser oder jener Zeit, irgendeine Naturkatastrophe, das würde er vertragen. Aber eine Kette von Explosionen an verschiedenen Orten zu gleicher Zeit, das verträgt er nicht. Siehst du? Der ganze untere Teil fällt zusammen wie ein dicker, zäher Matsch. Die Raketen heulen auf, welche die restlichen Teile in der Schwebe halten sollen. Jetzt kommen die Explosionen weiter oben. Warum hast du das getan? Ich? So was Teuflisches kannst nur du gemacht haben. Es ist mein Werk. Ich habe es gebaut. Ich habe es zerstört. Du bist verrückt. Ich spiele. Aber die Menschen, die hier leben, hängen mit ihrer ganzen Sehnsucht daran. Ihr Fehler. Ich erteile ihnen eine Lehre. Und du zerstörst es aus einer Laune. Ich habe es aus einer Laune gebaut. Früher hast du betont, dass nicht du es gebaut hast, sondern die Automaten. Ich habe die Automaten angestiftet. Und die Babylonier haben dich angestiftet. Also hätten sie es nicht tun sollen. Sie waren arglos. Ihr Fehler. Sie wollten dich nicht zu einem Spiel anstiften. Für sie war es wichtig. Sie denken an ihre Probleme, ich an meine. Ich spiele. Wie in unseren Erlebnisräumen. Der Turm ist wichtig für die Menschen. Man kann morgen einen neuen Turm bauen. Aber doch nicht die Babylonier. Sollen sie doch einen anderen Dumm finden, der ihren Spaß baut. Die Brocken, die da durch die Luft fliegen, sind aus Kunststoff. Es ist fantastisch. Es wird gefährlich. Wir müssen weg. Ach ja? Diego, nun komm schon, wenn wir... Franka war sofort tot. Ich lief weg und entkam mit Mühe. Ich habe dieses Spiel zu weit getrieben. Ich habe Franka umgebracht. Es ist das Ende des Spiels. Tilt. In der Sendereihe Science Fiction als Radiospiel aus dem Studio Heidelberg des Süddeutschen Rundfunks brachten wir in einer Wiederholung aus dem Jahre 1972 Der babylonische Turm von Werner Klies.